Leute, willkommen zu meiner neuen Hoftour. Natürlich Weihnachten. Ich habe mir eigentlich nur Schleichsachen gewünscht. Die habe ich jetzt endlich zum Glück bekommen. Eigentlich alles so, was ich mir gewünscht hatte. Außer ich habe mir noch eine Tafel gewünscht. Zum Beispiel die es in der Schule gibt, halt nur in klein. Also so klein, nicht halt kleiner. Und ja, dann da war so großes XXL-Paket. Und da dachte ich mir, warte, das kann doch jetzt nicht die Tafel sein in klein, das ist irgendwie auch zu klein dafür. Und ich habe es geöffnet, dann habe ich das Horse Club Zeichen gesehen und ich dachte mir, okay, was ist das jetzt? Da dachte ich erstmal ein Stall. Hab's weiterhin geöffnet und dann sehe ich das hier. Und dann habe ich es geöffnet, ich habe so gejubelt, ich war so happy. Und ja, ich habe dieses Set hier bekommen. Dieses große, und da habe ich hier erstmal ein Pferd getan. Das war nicht ein richtiges Schleichpferd, also das gehört nicht dazu. Alles gehört nicht dazu, also ne, ich sag euch, was dazu gehört. Und den hatte ich einfach genommen. Das war mein erstes Repaint, aber nicht von Schleich, sondern irgendein anderes. Und da hatte ich noch nicht so richtige Farben. Und der ist sozusagen das Haupttier, wenn man hier so in den Eingang reinkommt. Und hier ist einfach nur so ein Sattel. Und dann habe ich hier diese Sticker, da war ein Sticker dabei. Und guck, man kommt hier rein. Ich zeige euch auch gleich, man kann sogar die Lichter hier anmachen. Und wenn ich das Licht jetzt ausmache, Licht leuchtet es da, aber ich krieg noch rechts, also hier, hole ich wieder an. Also ich krieg auch rechts noch Lichter, werde ich dann halt, weiß ich nicht wann, holen. Und ja, ihr kennt das Set ja. Und dann hat der Weihnachtsmann wohl vergessen, den Preis wegzumachen. Also es hat 60 € gekostet. Ich habe es gesehen. Leider, meine Mutter hat es da einfach weggemacht, ne? Aber ich habe gesehen, das hat 60 € gekostet, das ganze Set. Und ja, dann gab es diesen Zollenzaun. Ich wollte so unbedingt einen Zaun. Und das ist so toll, dieses Set. Ich spiele toll die ganze Zeit damit. Ich bin so happy. Falls die ganze Zeit irgendwie meine Haare nach vorne kommen, ja, wirklich, das nervt. Ich habe immer so einen hohen Zopf in den Ferien. Ich liebe diesen irgendwie momentan. Und deshalb, sorry, falls es immer nach vorne kommt. Dann haben wir hier diesen Brunnen. Das musste man halt aufkleben und hier auch einzeln alles zusammenbauen. Dieser Sprung war auch noch dabei und diese Zahlen. Also einmal war Start drin, also dieses da in Start. 1, 2, 3, 4, 5 und Finish. Stand auf den einen. Also hier 4, seht ihr 5, seht ihr 6, da ist 2, da hinten ist noch 1, da ist Finish und da ist Start. Start ist leider gerade verrutscht, als ich die Lichter dran gemacht habe, weil die habe ich gerade dran gemacht. So. Der Sprung war nicht dabei, sondern das war mein eigener Sprung. Der Sprung war aber dabei. Der hier war auch mein eigener Sprung. Der war aber dabei, den finde ich richtig nice. Und der ist der coolste. So, ihr seht hier überall. Und hier hinten ist ein Spiegel. Deshalb, sorry, denn es finde ich cool, wenn ich dann nämlich spiele, sehe ich das Ganze gespiegelt. Aber ich will es natürlich jetzt nicht zeigen, weil man dann sehr viel von meinem Privaten sieht. Auf jeden Fall kann ich euch zeigen, Spiegel. So, hier ist hier dieses Zeichen. Und hier habe ich habe mehr Pokale und mehr solche Schleifen. Deshalb, ja, ich habe richtig viel. Ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll. Deshalb sind hier zwei Pokale. Aber im Paket war nur ein Pokal. Und das da war auch dabei. Das habe ich jetzt zweimal. Aber das war einmal drin. Und hier dieses Siegerpodest musste man alles einzeln bauen. Diese Bäumchen waren da auch dabei. Diese Flaggen musste man von vorne und hinten bekleben. Mann, das war mal eine Arbeit. Damit ich es auch schön mache und nichts rausschaut. So, ich komme mal wieder raus hier. Werden demnächst auch Anitas Videos kommen. Dann habe ich da diese Reiterin bekommen mit dem Pferd. Also das komplette, was ihr jetzt seht, das habe ich bekommen. Pferd, Ausrüstung und Reiterin. Da habe ich jetzt leider doppelt. Also dieses hier werde ich repainten. Und meine alte, die werde ich lassen. Aber die hier werde ich auf jeden Fall repainten. Die andere hat nämlich noch keine Kratzer. Meine Original. Aber ja, die habe ich jetzt doppelt. Werde ich heute noch repainten, das ganze Set. Dann habe ich diese hier noch bekommen. Das ist der Rubien, aber halt nur mit einer anderen Farbe. Das war auch in dem Set drin. Finde ich echt schön, die Farbe. Also finde ich super. Warte, sorry, dass ihr es gerade verschmiert seht, weil hier ist ein bisschen schlechteres Licht hinten. Denn hier ist schon mein Schrank. Finde ich aber richtig cool. Ist im Bett nämlich eingebaut. Und der Sattel war auch dabei. Und der ist so abgerundet. Seht ihr, hier ist es voll eckig. Und da ist voll abgerundet. Deshalb finde ich das voll besonders. Und ja, das Set war auch dabei.
Und die Reiterin, das war hier nicht dabei, das Set, was ihr gerade hier seht, sondern das hier mit einer gelben Schleife und roten Schleife. Und die Reiterin und das Ganze, was ihr gerade seht, das war auch in einem anderen eigenen Set drin mit Pferd. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr in Falks oder so reingeht in eure Schleichladen? Und da gibt es ja diese kleinen Packs, da sind so Reiter dabei, Pferd dabei, Sattel und so. Das war in so einem Set halt drin, ne? Habe ich jetzt leider nicht mehr. Das habe ich bekommen. Dann habe ich hier sowas bekommen. Und zwar ist das, damit ich meine Decken, meine Schabracken und sowas verschönern kann damit. Also wie gesagt, ich zeige euch ein bisschen meine Weihnachtsgeschenke und sozusagen Hoftour beides, weil es ja hier erweitert wurde. Dann so einen Strunnen habe ich mir gewünscht. Den werde ich hier, warte mal. Stroh. Diesen Stroh, ne? Dieses Stroh, diesen Stroh. Stroh. Da habe ich hier Stroh bekommen. So, ja, wie nennt sich das? Nicht dieses Stroh, das ihr kennt, sondern dieses andere, Holzstroh oder so. Und das werde ich hier auf der Halle verteilen. Ich werde noch schauen, ob ich das mache. Also werdet ihr dann in Anitas Video demnächst sehen, ob ich das gemacht habe oder nicht, für was ich das verwendet habe. Dann habe ich Bilou bekommen. So, wie gesagt, ich habe gerade das Bilou vom Badezimmer geholt. Einmal Tasty Donut. Und in pflegender Cremeschaum, also das ist Creme. Oh, ich finde das so süß, wie da steht Baby loves you. Oh, das ist so süß, da steht Baby loves you. Aha. Dann hier in Lovely Peach. Oh, diese Haare, Mann. Dann steht hier Lovely Peach und in Duft Lovely Peach wieder Baby loves you von Bilou und cremiger Duschschaum. Also Duschschaum. Also das große ist Duschschaum und das kleine ist Creme. Packe ich mal dahin. Und dann kommen wir mal zu meinem Haupthof. Und zwar diesen neuen Zaun hier. Dann habe ich den, der hier davor war, habe ich nach da oben getan. Haben die Pferde jetzt dort hinten auch. Was, da habe ich ein paar Pferde so hingetan. Paar, in Anführungsstrichen. Hier kann man den Zaun raufmachen. Das ist von, nicht von Schleich. Also auch von Schleich. Der Zaun ist von Schleich. Nur nicht für Pferdewade, sondern von der Farm. Farm Adventures oder so war das. Weiß ich nicht mehr genau. Und da kann man das halt hier so komplett aufmachen. Aber ich will es jetzt nicht, weil ich Angst habe, dass sie was kaputt machen. Und die Mutter von der Anita geht da gerade rein. Und der ist so cool. Ich finde den so cool, wie in so einer Farm ist ja von dem Set Farm. Aber Schleich. Habe ich hier in so einer schönen Tüte, so einem Ding, habe ich Ledern so bekommen, weil ich Sättel bastel. Ich werde heute schon mit den Sätteln anfangen. Die werde ich in meinem Verkaufsshop, mit meinem eigenen auch dann machen. Ich hole mal kurz alles raus. Einmal so braunes Leder. Also ich wollte halt so ein weiches Leder, also das hier. Dann so eins. Dann sowas, damit ich die Schabracken zusammen machen kann. Oder halt dieses Reißklettverschluss. Und dieses schwarze Leder hier. Und das war's mit dem Leder auch. Und die Kette, die ich euch eingeblendet habe, die habe ich auch noch bekommen. Die habe ich gerade an. Ich finde die so toll. Und deshalb wollte ich die jetzt nicht ausziehen. Und ja, deshalb habe ich einfach ein Bild gemacht. Und falls ihr ein bisschen Schallen hört, kann sein. Ich weiß nicht, ob es mal noch im Video hört. Dann ist das deshalb so, weil es hier jetzt halt so leer ist. Wegen dem, weil da jetzt das Puppenhaus nicht mehr ist. Das werde ich jetzt verkaufen. In eBay oder so, weiß ich nicht. Und deshalb. Kann sein, tut mir leid, wenn ja. Und dann habe ich noch dieses Buch hier bekommen. Die Insel der Verlassenen. Oh, das finde ich so cool. Da bin ich schon mal gespannt auf jeden Fall. Von hinten, wenn ihr es euch vielleicht interessiert, könnt ihr mal lesen. Macht einfach das Video auf Stopp. Dann habe ich. Oh, sorry, dass es so viel ist, aber ist halt leider so. Dann habe ich das hier bekommen. Die Chaos-Schwestern gegen den Rest der Welt. Diesmal keine Pferdebücher. Ich habe noch so viele Pferdebücher, die ich noch lesen muss. Ich muss nach den Ferien alle Bücher gelesen haben, denn wir haben in der Schule so einen Lesepass. Kennt ihr das? Und da müssen wir halt eintragen, welche Bücher wir gelesen haben. Pro Halbjahr müssen wir drei Bücher gelesen haben und die eintragen. Und dann Titel schreiben, Erscheinungsjahr, Seitenanzahl, Autorin, Beschreibung, dann noch wie die Bewertung, wie man das Buch finden fand und so und wie um was es in dem Buch geht. Und ja, da muss ich das lesen. Dann zu guter Letzt mein verzauberter Garten mit 20 Postkarten. Das Original von der Königin der Ausmalbücher, Johanna Basford. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da kann man selbst so Karten. Aus.
Oh, das ist so schwer mit der einen Hand. Ausmalen und verschicken kann man selbst machen. Das finde ich wirklich cool, weil ich bin halt ein kreativer Mensch. Ich liebe basteln und ja, das freut mich richtig gut, richtig sehr. Und da, vor allem, das ist cool. Werde ich dann auch noch ausmalen. So ein Buch habe ich in komplett, also es ist richtig groß und da muss man so ausmalen. Und das war's mit meinen Weihnachtsgeschenken. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ja. Und was habt ihr so zu Weihnachten bekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe noch den braunen Zaun bekommen, habe ich euch ja gezeigt. Und das war's mit einer Hoftour plus inklusive Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe, euch hat's wie gesagt gefallen. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren und tschüss, ihr Lieben!